Gummo, 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 wir sind wieder hier bei Hashtag Kai geklickt und at this point habe ich wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass Nintendo ihre eigene Fanbase wegtrollen will. Kurz zum Kontext, wir haben ja mittlerweile Oktober, right? Und ich glaube, eine sehr große Anzahl der Leute aus der Nintendo Community erwarten für diesen Monat ein Reveal oder zumindest ein Announcement effektiv der Nintendo Switch 2. Und auch der 10. Oktober wurde ja auch in gewissen Teilen der Community groß, als, glaube ich, Nintendo of America irgendwas getweetet hat von wegen hier 10 von 10 Landung. Die Leute haben vermutet, dass dann jetzt der 10. Oktober das Reveal-Date der Switch 2 ist. Und ja nun, wir haben jetzt den 9. Oktober und Nintendo hat einen Wecker angekündigt. Grüße gehen raus und das werden wir uns heute ehrenlos reinschallern. In diesem Sinne, lassen Sie sehr gerne eine Bewertung da für die heiligen Kicks, denn naja, es ist ein Trailer rausgekommen. Nintendo Alarmo, Allah. Ich glaube, viele sind jetzt in Alarmo-Bereitschaft, von daher abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie diesen Alarm hier definitiv gehört haben. Und ja, ne? Wacht auf in einer Welt voller Spiele mit Nintendo Sound Clock Alarmo, einem interaktiven Wecker, der eure Bewegungen beim Aufstehen erkennt und wahrscheinlich auch trackt, lernt und sowas. Und ja gut, jetzt haben sie schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte ein bisschen Bingo-Karte spielen, so. Ich hätte vielleicht sogar noch vermutet, dass du das Ding irgendwie interaktiv mit deinem Smartphone irgendwie connecten kannst, koppeln kannst, möglicherweise mit der Nintendo Switch Online App oder sowas. Irgendwas in Bezug Switch Online oder Switch muss doch drin sein, oder? Wenn schon nicht die Switch 2 heute announced worden ist. Anyway, lasst uns auf den Trailer gehen und es geht schon direkt los mit den Super Mario Odyssey Angelegenheiten. Das ist Nintendo SoundClock Alarmo. Ein interaktiver und außergewöhnlicher Wecker. Also, unexpected, muss ich wirklich sagen. Ich hätte das niemals erwartet, dass Nintendo in den heutigen Zeiten einen Digitalwecker raushaut. Ich meine, ne, also ich weiß jetzt nicht mal unbedingt, ob das eine Erwähnung wert gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Wecker, so auf den. Aber ich glaube, die Art und Weise, was eben hier in diesem Wecker verbaut ist, soll halt Grund genug dafür sein, damit hier ein Announcement kommen kann. Und es wird tatsächlich ein bisschen interaktiv, denn man kann sein Internet hiermit connecten. Ja? Ich glaube, wahrscheinlich kannst du mit diesem Gerät auch NES-Titel emulieren at this point. Würde ich aber natürlich niemals tun, ne? Denn wir nehmen Abstand von Emulation von aktuellen Spielekonsolen an der Stelle. Alarmo, ein interaktiver und außergewöhnlicher Wecker. Wir gehen rein. Sehen wir mal, wie es ist, mit Alarmo aufzuwachen. Yo, Pauline, let's go! Oh, hörst du das? Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich glücklich schätzen kann, von Pauline aufgeweckt zu werden. Hallo, aufstehen, du kleiner Racker. Na klar. Aber Alarmo spielt nicht einfach nur Musik zum Start in den Tag. Oh Gott, Münzengeräusche, ne? Muss an die Arbeit. Kapitalismus ruft. Na klar. Genau. Alarmo reagiert mit Klängen aus Videospielen auf deine Bewegungen. Was zum Teufel, Alter? Was ist denn da noch drin? Ist da eine Kamera drin oder so? Ein Mikrofon? Wie hier mit dem Geräusch klingender Münzen aus Super Mario Odyssey. Also ein Mic wird ja auf jeden Fall drin sein, weil irgendwie musst du ja die Geräusche auf dem Bett irgendwie, naja, an diese Uhr kommen lassen. Junge, es ist so weird, dass wir das eine Uhr nennen, Alter. Gummo Gummo. Oh, Splatoon-Theme. Splatoon-Theme sogar auch. Ja, okay, dann at this point kann man sich dann wahrscheinlich auch in einem eigenen E-Shop hier wahrscheinlich Themes runterladen oder so. Imagine, Alter, imagine. Sie updaten das noch mit neuen Dingen und so. Das wäre so cool. Mit dem Geräusch von Tintenklecksern aus Splatoon 3. Wild, Alter. I mean, gab es sowas in der Größenordnung schon mal?
Also halt die Pokémon Sleep App effektiv, ne? Aber das war ja keine richtige Uhr, sondern das war ja tatsächlich im Smartphone integriert, ne? Aber Nintendo hat sich dazu entschieden, ein Hardware-Gerät hinauszubringen. Ich bin sehr gespannt, wann es erscheint, aber höchstwahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft, also. Wenn es nicht sogar irgendwie so in 2 Wochen in den Handel kommt, irgendwann im November oder so. Ich glaube, die Leute werden bei diesem Wecker absolut schwach werden. Und ich weiß nicht mal, ob ich selber irgendwie widerstehen kann, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Und hier, mit Klängen aus The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Die Musik vereint sich mit Klangeffekten, die durch deine Bewegungen aktiviert werden. Kriegen wir auch Tears of the Kingdom, Themes? So hast du das Gefühl, du würdest in der Spielwelt selbst aufwachen. Imagine, Alter, so. Du bist gerade in so einer Gaming-Session, du hast gerade Urlaub und so. Und du wirst dann effektiv von Link geweckt, wie er gerade Rubine sammelt. Und denkst dir, jo, auf zur Arbeit. Ich muss jetzt wieder meine Switch anmachen und weiter Rubine grinden. Na klar. Auch im Schlaf musst du dich mit Breath of the Wild auseinandersetzen. Klar. Und wenn du aus dem Bett steigst? Sehr, sehr cool. Also, an sich ist die Idee ja cool. Oh, eine Siegesmelodie spielt und der Wecker geht aus. Wenn du aufgestanden bist, du hast es geschafft. Du kannst den Wecker voll wegtrollen. Da muss dann eigentlich so eine Sperre drin oder so eine Art Kontrolle drin sein, dass du dich nicht wieder ins Bett legst, weil der Wecker ja darauf kommen könnte, dass du vielleicht nur kurz auf Klo gehst. Who knows? Vielleicht gibt es so eine Funktion. Wer weiß? Alamo erkennt. Junge, dieser Mario. Wie er sich bewegt. Das sah so ein bisschen laggy aus, aber auf süß. Ah. Alamo erkennt deine Bewegungen mittels eines Sensors. Oh Gott. Krass, krass. Sogar über die Bettdecke hinaus. Da wird ja sogar die Bettdecke analysiert, so wie die sich bewegt und so, wie die sich knistert. Und reagiert mit Geräuschen auf deine Aktionen. Sobald du aus dem Bett steigst, wird Alamo automatisch beendet. Ohne eine weitere Berührung. Und das ist die einzige Funktion. Also, oder? Also, ich weiß gar nicht. Hat er ansonsten denn noch Funktionen? Gut, er trackt halt deinen Schlaf effektiv, ne? Wenn du aufgestanden bist, dann existiert der Wecker vor sich hin wahrscheinlich, oder? Und sieht cool und fancy aus. Der Weckruf intensiviert sich, je länger du brauchst, um aufzustehen. Junge! Also, raus aus den Federn! Bowser! Bowser wird dich nicht in Ruhe lassen, wenn du nicht aufgestanden bist. Sobald, also, ne, so. Und wenn ich dich aus dem Bett tragen muss! So auf den. Du kannst dich von Klängen aus 5 verschiedenen Pikmin. Spielen lassen. Darunter Super Mario Odyssey. Safe, kommen auch noch welche dazu. Und hey, wir haben hier den Switch-Kontext. Also irgendwas mit Switch ist dabei, tatsächlich. Pikmin 4. Da wirst du mit Pikmins abgeworfen, wenn du nicht aufstehst. Die Brudis. Splatoon 3. Gewisse Splatoon-Fans jetzt bestimmt so, warum nicht auch Splatoon 2? Weil das habe ich... Ich mochte das Spiel mehr als Splatoon 3. Junge, Ring Fit Adventures. Passt aber auch irgendwo so ein bisschen, oder? Ha, sogar mit deutsche Voice. Over. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Na klar, Link zückt das Schwert, wenn du nicht aufstehen tust. Jedes Spiel bietet 7 Weckrufvariationen, sogenannte Szenen. Und sie alle enthalten verschiedene Melodien und Klänge. Okay. Kleines, feines Menü. Ich meine, ne, was man halt so machen kann auf einem runden Bildschirm. Verbinde dich mit dem Internet, um weitere Weckrufe als kostenlose Updates zu erhalten, sobald sie verfügbar sind. Yo, let's go, Alter. Ich hol mir das und mach da ein Update-Videos. Aber jetzt mal im Ernst. Kann man das auch als Armbanduhr tragen, so wie Patrick in der SpongeBob-Folge, wo er so in diese Uhr reinschlägt und sagt, oh, eine Armbanduhr. Junge, ist das alles wild. Neben der Weckerfunktion noch viele weitere Funktionen, die dich in deinem Alltag unterstützen.
Jo, da wird jetzt vielleicht meine Einschlaftaktik obsolet, Alter. Wenn ich mir da jetzt noch Kopfhörer reinjagen kann, dann bin ich aber sowas von dabei. Schlummerklänge, die abgespielt werden, wenn du ins Bett gehst und dir beim Einschlafen helfen. Jo, das Theme, wenn du es geschafft Eine hast. Statistik, die Informationen zu deinem Schlaf und deinen Bewegungen festhält. Okay, sieht aber auf dem Bildschirm irgendwie so, ne, der schwarze Hintergrund und so. Gut, wie willst du es besser darstellen am Ende des Tages, oder? Ich glaube, da würde sich sogar auch eine Möglichkeit finden lassen, das quasi auf Vollbild zu kriegen. Weil so, come on, na. Und der Stundenton, bei dem verschiedene Nintendo-Charaktere die volle Stunde anzeigen. Junge, ich sehe schon Shorts darüber machen. Wisst ihr, was ich meine? So, was passiert, wenn Weihnachten? Was passiert, wenn Neujahr? Bro, ist das wild. Starte spielerisch in den Tag. Nintendo Soundclock Alamo. Was? Was? Erst nächstes Jahr? Bro, ihr habt auch echt Marketing nicht verstanden, oder? Also, Xi Jinping hätte euch das jetzt in 2 Wochen fertig gemacht. Aber das ist nur Hashtag meine Meinung. Brüders und Schwestien, das ist Nintendo Soundclock Alamo. Werden Sie sich ihn holen, wenn er dann Mitte Januar rauskommt? Beziehungsweise, warte mal kurz. Wird zunächst bis Mitte Januar 2025 als zeitlich begrenztes Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder zum Kauf erhältlich sein, Bro, da muss ich da rein. Ich hätte wirklich gedacht, gut, ich habe jetzt nur das Rote gelesen und dachte wirklich, es kommt Mitte nächsten Jahres oder Januar nächsten Jahres raus. Aber, Bro, das ist ein wilder Grund und das gibt's nur im My Nintendo Store. Von daher, ich lade jetzt das Video hoch und würde euch raten, seid schnell, weil ich kann mir vorstellen, der wird schnell vergriffen sein. Aber wait a second. Mein Nintendo Store, da kannst du doch nur mit Kreditkarte zahlen. Cringe, Alter. Anyways, vielen Dank euch fürs Zuschauerisieren. Was ist Hashtag Ihre Meinung? Schreiben Sie es hinein. Und bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.